So, bleib einfach ganz ruhig und die Sache ist vorbei, bevor du es merkst. Und du willst jetzt wirklich Hypnose einsetzen gegen meinen Niespickel? Hypnose? Ach, woher? Dafür nehme ich einfach meinen Pfannenwender. Halt schön still. Ist alles in Ordnung soweit? Dieser Pfannenwender bringt's wohl nicht. Aber diese sturmerprobte alte Schaufel... Ist der jetzt weggegangen? Ja, fast. Sag mal, wie lange dauert das eigentlich noch? Ja, ach, ich nehme an, nicht mehr sehr lange. Weißt du was? Wir könnten mal eine Pause einlegen. Gute Idee. Dann wasche ich mir mal das Gesicht mit Wasser und Seife. Gut, mach das. Oh je. Was ist denn passiert? Jetzt sind's noch mehr! Ich meine, du hast recht, sind wirklich mehr. Aber ich hab mich doch nur mit Wasser und Seife gewaschen! Mit Wasser und dieser Seife? Ja, aber warum? Na, weil diese Seife so unglaublich gut riecht, deswegen. Ich kenne diesen Geruch irgendwoher. Oh, tut mir leid, auch mal ein Näschen? Nein. Bleibt mehr für mich. Ah, Mr. Krabs! Steh hier nicht rum und glotz blöd. Pack lieber mit an. Na also, geht doch. Manchmal klemmt das gute Stück ein bisschen. Was ist denn das für ein Gerät? Na, das ist meine alte Seifenpresse. Seifenpresse? Ja, genau. Jedes Stück Seife, das Perla und ich verwenden, kommt aus dieser Maschine. Und das Beste daran ist, dass ich sie ausschließlich damit betreibe, mit alten, übrig gebliebenen Krabbenburgern. Übrig gebliebenen Krabbenburgern? Ihre wertvollen Inhaltsstoffe werden ausgepresst und nach einer kurzen Abkühlphase liegen auf dem Förderband frisch geformte, wunderbare Seifestücke. Belebend und erfrischend. Und vollkommen umsonst. Ach, deswegen kam mir der Geruch so bekannt vor. Aber ich weiß nicht so recht, Chef Van Perla, das raus... Ich habe also Seife verwendet, die aus Krabbenburgern gemacht worden ist. Aus Krabbenburger-Inhaltsstoffen. Das heißt Fett. Naja, das wäre jetzt eine Detaildiskussion. Daddy! Ich muss gehen. Viel Spaß noch. Ich werde es nie schaffen, diese Miespickel loszuwerden. Mein junges Leben ist für immer ruiniert. Lass den Kopf nicht hängen. Ich habe gesagt, ich lasse Mr. Krabs nicht im Stich und das werde ich auch nicht. Na, was sagst du dazu? Der Bikini-Bottom Highschool-Tanz sollte endlich die Chance für mich sein, zu glitzern. Warte mal kurz. Sag das nochmal. Okay, der Bikini-Bottom Highschool-Tanz sollte endlich die Chance für mich sein, zu glitzern. Okay, lass gut sein, das reicht. Ich glaube, ich habe da eine Idee. So, war's das jetzt? Fertig. Nun schließ die Augen und mach dich bereit zu glitzern. Und eins, und zwei, und drei. Tata! Was sagst du? Ich weiß nicht so recht, was werden meine Freundinnen wohl dazu sagen? Na, das werden wir sofort wissen. Meinst du wirklich? Vertrau mir. Perla, wir wollen dich abholen zum... Wow! Perla, du siehst phänomenal aus. Wirklich, meinst du? Nein, eigentlich nicht phänomenal, sondern glitzernd und glänzend und phänomenal. Ui! Auf geht's zum Bikini-Bottom Highschool-Tanz! Ja, ja. Ich wünsche viel Spaß, fröhliches Jungvolk. Meine Klunkern! SpongeBob, meine wertvolle Juwelensammlung ist verschwunden. Hast du sie gesehen? Ja, natürlich. Perla trägt sie beim Bikini-Bottom-Highschool-Tanz. Hilfe! Polizei! Diebe! Haltet diesen Wal auf! Ich habe Mr. Krabs versprochen, ihn nicht im Stich zu lassen und ich habe dieses Versprechen getreulich erfüllt.